Aui, jetzt ist der Herr von der Lippe auch wieder rausgrabit. Ich dachte ja gar nicht, dass der noch lebt, aber der hat jetzt auch mitgekriegt, dass man bei Elektroautos Lacher kriegt. Macht es Sinn, was der sagt? So, grüß Gott beinand, servus. Heute geht es bei mir in der Wattstunde mal wieder um ein technisches Erklärvideo zum Thema: Langt denn der Strom überhaupt? Ich habe heute Morgen einen Artikel gefunden über einen Comedian, den haben wir wohl wieder aus der Grabbelkiste rausgeholt, ein älteres Semester, der sich jetzt auch wie viele andere Comedians über Elektroautos auslässt. So. Das ist für mich jetzt erstmal nicht schlimm. Ich kann beim Dieter nur lachen, wenn er über vegane Elektroauto-Akkus schimpft. Und auch bei der Gruberin, die halt gern ihren Diesel haben will. Mei, es ist Comedy. Es ist erlaubt, darüber Witze zu machen. Es gibt Leute in der Community, die regen sich dann auf, weil vielleicht Leute das für bare Münze nehmen und denken, dass die ja so recht haben und deswegen ist das alles okay, dass wir so weitermachen wie bisher. Und ich finde es aber ein bisschen schade, dass man sich hier auf die falsche Fährte locken lassen könnte. Andererseits sind einfach auch die technischen Zusammenhänge für diese ganzen Themen jetzt nicht unbedingt für jeden von vornherein klar oder einfach. Vielleicht kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für manche. Und heute möchte ich mich ja mal mit diesem Thema lang der Strom auseinandersetzen. Es gibt Leute, der Strom langt leicht. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen Tonnen von Kraftwerken bauen und es geht überhaupt nicht. Weil, wenn man alle Autos gleichzeitig lädt von 0 auf 100 mit, ach, keine Ahnung wie viel, dann explodiert jede Leitung, die Welt und überhaupt alles. Das ist beides Blödsinn. Aber was man sagen kann, ist, dass wir beim Wachstum, der dem jetzigen entspricht, nicht wirklich große Aufwände haben, beziehungsweise die ersten paar Jahre mal keine Aufwände, um unsere Elektroautos zu integrieren. Wie komme ich zu der Aussage? Jetzt peile ich hier ein bisschen auf meinen Spicker und zwar, es gibt nachher Links im Video zum Thema Lastkurve. Was ist die Lastkurve? Es ergibt sich in unserer Stromerzeugung, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt über den Tag eine bestimmte Menge Strom benötigt. In der Nacht ist es am wenigsten, weil da sind die Lichter aus, die Leute sind im Bettchen, die Heizung ist ein bisschen runtergefahren. Auch eine Ölheizung braucht Strom oder eine Gasheizung, da läuft halt dann die Pumpe weiter und Zündkerzen und so. Morgens wachen die Leute dann auf, duschen, kochen sich einen Kaffee, hauen sich vielleicht eine Pfanne und dann sind sie ab 8:30 im Büro. Dann ist das Licht an, im Werk laufen die Kreissägen, was ist der Geier was. Also da wird Strom gebraucht. Dann gibt es eine deutlich sichtbare Spitze, wenn die, könnte ich mir zum Kochen anfangen, sage ich mal, es ist dann vielleicht um 10 Uhr. Mittagsspitze, die Leute, wo zu Hause kochen, kochen zu Hause, da wird eine Menge Strom gebraucht. Dann lässt es ein bisschen nach am Nachmittag, die Arbeit geht weiter. Und dann gibt es beim Nachhausefahren nochmal so einen Abendspitze an Stromlast. Die Leute kochen vielleicht auch nochmal und dann gehen die Fernseher an und alles. Und irgendwann gegen 10 lässt es deutlich nach und gegen Mitternacht geht es wieder zurück auf den Grundbedarf. Also diese Kurve verteilt sich im Verlauf. Das ist im Endeffekt, kann man hier in der Grafik ein paar Farben sehen. Unten ist diese graue Grundlast. Dann der orange Teil ist die Zwischenlast, die ist auch noch relativ konstant. Und dann sieht man die grünen Dinger, das sind Spitzen. Und die Linien in Blau und in Rot zeigen noch ein bisschen Abweichung Samstag und Sonntag. So. Jetzt sieht man eins schon. Das, was unsere Kraftwerke als Mischung von allen Kraftwerken, egal ob das Atom, Kohle, Öl, Gas, Solar, Wasserkraft ist, Windkraft, die Spitze da oben bei 1 ist sehr viel mehr als das, was in der Nacht gebraucht wird. Und das in der Nacht ist unter einem Viertel. Und wenn man jetzt so diesen Hub von dem Orangen anschaut, auch da habe ich Mordsluft. Das erste ist also, wenn ich mein Elektroauto auflade,
Was spricht dagegen, das zwischen 0 Uhr und 6 Uhr zu tun? Dann hätte man schon mal dieses eine Argument weg, dass das Stromnetz das nicht aushält. Weil das Stromnetz hält das auch über den Tag aus, die Hitzspitzenlast. Und was über das Netz, also sprich über die Kabel an Mehrbelastung in der Nacht geht, macht schon mal überhaupt kein Problem. Wir müssen wirklich nur ein paar Steckdosen anschließen. Das korreliert damit, dass nicht jedes Elektroauto jeden Tag voll aufgeladen werden muss, sondern man muss ja nur die Kilometer nachladen, die wir gefahren sind. Und das sind bei den meisten Deutschen deutlich weniger wie 50. Also sprich, irgendwas 10 Kilowattstunden. 10 Kilowattstunden, das ist wirklich Schiss. Jetzt gehen wir auf eine zweite Grafik. Das ist eine andere Art der Lastkurve. Und zwar ist das hier ein zugegebenermaßen wahrscheinlich fiktiver Verlauf. Ich habe auch nicht wirklich eine bessere Quelle, wie der Ersteller der Grafik das gemacht hat. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Und zwar hat der einen Tagesverlauf von einem Ein-Personen-Haushalt genommen. Und da sieht man also auch, der braucht in der Nacht fast keinen Strom. Der wird aufgeschlüsselt auch den großen Verbrauchern. Also irgendwie der Kühlschrank springt alle Stunden an. Der läuft da nicht durch. Und der steht dann morgens auf, duscht. Bei der Dusche braucht er wohl viel Strom. Scheinbar hat er eine elektrische Dusche, das gibt's, ja. Und macht er sich in der Früh einen Kaffee. Über den Tag passiert nicht viel. Der Kühlschrank läuft halt durch und am Abend wascht er, kocht was und dann am Schluss trocknet er seine Wäsche und der Fernseher und so, das fällt gar nicht so viel auf. Also auch hier sieht man, dass im Privathaushalt die Leistung, also der Maximalwert nur relativ kurz erreicht wird. Und dass zum großen Teil die Leitungen locker Platz haben. Wenn ich das jetzt mache und ich setze da mein Elektroauto irgendwo rein, dann kann ich fast über den ganzen Tag, nur vielleicht nicht am frühen Abend, mein Elektroauto locker laden. Ja. Nach oben ist die Leistung in Watt aufgetragen. Und es geht hier um die Langsamladeleistung bei AC und wenn ich jetzt so eine normale Steckdose nehme, die leistet maximal 3600 Watt, man soll sie mit 2000 Watt belasten, das langt aber auch und diese 2000 Watt entsprechen zum Beispiel dem Wäschetrockner, der dann eine halbe Stunde läuft. Und wenn ich jetzt nicht gerade den Wäschetrockner, die Waschmaschine oder den Herd anschalte zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, dann kann das Ding mit seinen 2000 Watt durchdampfen, was die Steckdose als Dauerleistung bringt. Und auch das haben wir schon. Und eigentlich müssen wir da im Moment auch noch gar nichts dazu bauen auf der Kraftwerksseite. Jetzt kann man noch übers Jahr sehen, dass man Solar mehr im Sommer hat und im Winter weniger. Ich glaube, das packe ich in ein anderes Video. Also so viel jetzt einmal zu dem Langterstrom. Das ist eigentlich Langterstrom Teil 1. Die Leistung, die Leitungen, die geben es leicht her. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Die Quellenangaben sind drin. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert hierzu und fragt. Ich versuche das zu beantworten. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Der Kanal hat jetzt einen neuen Namen. Ich habe einen eigenen Kanal Brucker Wattstunde eingerichtet und nicht nur den unter meinem richtigen Namen. An die Leute, die da vielleicht mehr sehen wollen, bitte den neuen Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen und dann gibt es immer mal wieder hoffentlich interessante Beiträge für euch. Macht es gut und fahrt elektrisch. Servus.